Eins bauen wir noch. Neue Einheiten sind bereit. Ich kann aber hier eigentlich einen Einkauf auf Holz setzen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Der zieht ganz schön mit, merkt ihr das? Ich glaube, der ahnt was. Oh, ich weiß nicht, vielleicht haben die doch noch einen Twist. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil die verschwinden eigentlich nicht, die eingeborenen Krieger. Zumindest nicht von selbst. Neue Einheiten sind bereit. Na, die Kanonen kann ich überkaufen. So, wenn die fertig sind, kann ich eigentlich wagen. Setz die Vorsegel! Ich brauche eigentlich noch viel, viel mehr Holz, wenn ich das hier alles halten will. Neue Soldaten sind verfügbar. Da verkauft mir gar nichts mehr. Und ich halt von hier Holz. Nahrung steigt, Gewürze steigen. Ja, alles super. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Auch wenn mir missfällt, was der da gerade macht. Ich glaube, die 8 Kanoniere werden nicht, die werden nicht mal annähernd reichen, glaube ich. Ich werde die Insel zerbomben müssen, sonst komme ich da nicht durch. Gelb will hier draufbauen. Ich kann aber nicht zulassen, dass Gelb hier irgendwelchen Mist anfängt. Wir haben Gelb quasi lahmgelegt, da wir das geholt haben und wahrscheinlich, weil Weiß das hier geholt hat, der hat sich ganz schön ausgebaut. Weiß ist sehr paranoid, aber er hat recht mit seinen Paranoia. Schick dich mal mit dir runter, falls Gelb Blödsinn macht. Du nimmst mal 50 Tonnen davon oder 60 Tonnen davon und ein paar davon. Sollte reichen. Schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Weiß will ja aber weiterbauen, glaube ich. Oder er patrouilliert bloß, kann auch sein. Speicher mal nicht, dass jetzt hier was abstürzt. Spielstand gespeichert. Nein, sie hassen sich noch. Aber er hat wieder angegriffen. Schießt mal auf irgendwas, was ihr findet. Nein, was man... Oh, diese bescheuert... Also manchmal finde ich diese Wegfindung echt sowas von bescheuert. Schieß doch mal die Kanoniere da weg. Natürlich fahre ich mit meinem Schiff nicht außerhalb der Schussweite der Kanonen. Ich fahre einfach nur nach links und rechts und mache gar nichts weiter. Das ist natürlich viel sinnvoller. Alles andere wäre natürlich Blödsinn. War wenigstens kein wichtigeres Schiff. Schafft es jetzt bald mal die Schiffe zu die Türme da kaputt zu machen? Ich würde mich freuen. So. Und ihr beiden müsst jetzt zurück. Gelb dürft jetzt nichts mehr haben. Außer seine Türme. Wo ist denn die Kanonengießerei? Hat überhaupt eine? Keine Ahnung. Wo ist denn die Enterprise? Ah, danke. Jetzt müssten die alle angerannt kommen. Nee, der ist schlau.
Das wollte ich nicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, dann geht ihr beiden. Wir werden noch ein bisschen brauchen, die Fetzen hier. So, gut, dann kommt der Kanonier. Zwei Schuss und er müsste tot sein. Gut. Aber so doof können sie nicht sein. Die ziehen nicht alle Truppen runter. Das ist gar nicht so doof, wie sie es platziert haben, muss ich sagen. Ach, komm schon. Idiot. Mann. Reparier dich. Ach, die lassen sich aber auch abballern, die Trottel. Andere Sorgen gerade. Ich kann mich gerade echt nicht um meine Bürger kümmern, weil sonst verliere ich der baut da schneller nach, als ich es zerstören kann. Schiffsreparatur beendet. Diese bescheuerten Welle. Komm mal hier hoch, hier wird Hilfe gebraucht. Ich meine, die Mauern kosten zwar was, aber die kosten jetzt nicht so mega viel. Ich meine, die 18 Münzen wird er relativ schnell reinkriegen. Und die zwei Steine sind jetzt auch nicht so mega teuer. Ich muss da erstmal reinkommen, sonst kann ich hier gar nichts ausrichten. Ich komme ja nicht mal rein. Der baut die Wälder einfach zu schnell auf. Komm, hilf mal mit. Es ist mega ärgerlich, was der gerade macht. Ich meine, ich mache das zwar auch gerne, aber wenn es andere machen, ist das echt gemein. Gut, na endlich. Jawohl, mein Fürst. So, du kommst jetzt mal hier runter. Ich glaube, ihm sind die Steine ausgegangen, das ist gut. Sorge ich erstmal dafür, dass er keine Infanterie mehr aus... Der zweite... Ach, Mann. Ich gehe jetzt erstmal rein und mache ihm alles kaputt. Warum kannst du nicht bauen? Oh, es fehlt an... Es fehlt an Holz. Nein, nicht neu bauen. Hör auf zu bauen. Macht's mir echt schwer. Der lässt mich nicht rein. Es wird noch viel schlimmer, ich weiß es schon. Oh nein, da kommt ein Kavallerist und ein Musketier. Aber keine Chance.
Da kommt noch ein Kavallerist. Ja, baue ruhig Kavalleristen. Die sind super gegen meine Kanoniere. Oh, das ist ein Musketier oder... Ne, ein Infanterist. Ja, der ist ja noch viel besser. Zu Diensten, mein Fürst. Keine Gnade. Angriff. Jawohl, mein Fürst. Angriff. So. Nein, ihr Idioten! Jawohl, mein Fürst. Ah, Mann! Die gehen auch direkt an den Verteidigungsturm, würde ich auch so machen. Wie machen wir uns jetzt am dümmsten? Ich zerstöre mal hier schnell was. Ein Schiff wurde repariert. Ich werde auf jeden Fall Soldaten verlieren, das kann ich gar nicht verhindern. Für Land und König. Aber gut ist schon mal, dass wir wenigstens eine seiner Produktionsketten zerstört haben. Gut, jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr vor Soldaten machen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Okay, das Schiff muss repariert werden. Der wehrt sich echt mit Händen und Füßen hier. Und warum habe ich ein Schiff in Auftrag gegeben? Ich weiß es nicht. Oh nein, ich habe kein Bauverbot mehr. Ich habe vielleicht da nicht aufgepasst. Ich bilde neue Infanterie aus. Die ist kaputt. Baut aber auch keine Schiffe mehr gerade. Treffe ich ihn halt jetzt da, wo es weh tut, an seiner Bevölkerung. Mit denen brauche ich gar nicht angreifen, das weiß ich, das sind zu wenig... Halt, nein, 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 das ist ein Turm! Oh, du Arsch! Also, das ist echt mies. Neue Soldaten sind verfügbar. Baut er den direkt bei meinen Leuten hin. Ist genauso gemein. Ich gehe beim... Ah, oh, nein! Du Depp! Was machst du denn? Ich drücke auch immer auf die falsche Taste. Gehst mal zu Gelb. Oh ne, du gehst nicht zu Gelb. Gelb hat mit einmal kein Holz mehr, ich weiß nicht warum. Gehst mal runter und holst für mich Holz. Auf jeden Fall geht es ihm jetzt relativ schlecht. Scheint ihn aber nicht davon abzuhalten, weiterzubauen. Gebt Breitseite! Oder neue Burgen zu bauen. Soldaten sind ausgebildet. Ich komme wieder. Wie eine Krippe. Und das ist nur der gelbe Spieler. Obwohl, ja, bis ich die Hauptinsel von dem angreife, wird es auch noch ein bisschen Zeit vergehen, aber trotzdem... Das wird noch richtig hart. Neue Soldaten sind verfügbar. Der hört aber auch nicht auf. Ich drücke immer auf die 4. Aber er hat wenigstens weniger Häuser und er baut neue. Das wird ihm auch nicht retten.